Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christiane. Heute Shelly und Christiane backen Kekse. Shelly. Hallo Christiane! 1. Dezember. Oh. Hammer. Jetzt hast du schon in den Adventskalender geguckt? Ja. Ist das nicht eine hervorragende, tolle Aufgabe? Das ist eine Challenge, du. Hammer. Ich freue mich mega drauf. Ja. Du auch? Auf jeden Fall. Sehr gut. Sag mal, was steht denn da vor dir? Ist das Mehl? Ja. Also, Entschuldigung. Ich frag nur. Ja. Oh. Jetzt habe ich mir auch noch an die Nase gepackt. So eine Scheiße. Oh, lass nicht. Kann man das vielleicht wieder wegmachen? Bitte. Warte. Oh. Jetzt ist fast wieder weg. Danke. Ich habe jetzt ein Ottergesicht rein. Gibt's Otter auch zu Weihnachten, oder nicht? Ah, bestimmt. Na prima. Ich brauche noch einen Keksausstecher. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe. Ja. Adventsausgabe. Wir sind ja erst am Anfang. Stimmt. Was machst du da Leckeres? Schneeflocken. Wie Schneeflocken? Schneeflocken fallen draußen. Nein, sind meine Lieblingskekse. Ach so. Ja. Erzähl mal. Ja, das sind so... Also die sind ohne Ei, die sind sehr mürbe, aber dadurch, dass da so viel Speisestärke drin ist, zergehen die quasi im Mund. Total gut. Also da muss ich gleich mal einen von probieren, wenn die fertig sind. Genau, einfach mit Butter und Puderzucker, Vanillezucker, Speisestärke, Mehl. Mehl nicht, habe ich ja jetzt an der Nase. genau, ein bisschen Salz und dann kann man die so zu kleinen Kugeln formen und mit der Gabel so ein bisschen platt drücken und dann haben sie so... So muss die typische Form wie Schneeflocke, also nein, nicht wie eine Schneeflocke, aber wie dieser Keks immer hat. Ah, okay. Genau, diese Gabelrücken. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Siehst du, genau. Ach, und dann ganz kurz im Backofen. Ich kann das Rezept nochmal posten, wenn wir, dann finde ich das ganz nett, dann gebe ich das Rezept nochmal mit raus. Das ist eine gute Idee. Ne? Auf jeden Fall. Hast du auch Lieblingsrezept zu Weihnachten? Ja. Können wir 2 Kekse backen? Wir können ganz viele Kekse backen. Mhm. Bei uns ist Weihnachten nämlich immer so ein Keksbackmarathon. Und wenn ich Marathon sage, dann meine ich 8, 10, 12 Stunden am Stück in der Küche. Ja, verstehe. Alle glatten Flächen stehen voll. Und du weißt auch. Ja, ich habe da so Kuchengitter, die man übereinander stapeln ja, kann. Ja, genau. Mehrere. Ja. Da musste ich auch kurz vor Weihnachten, also kurz vor, ne, vor 14 Tagen, so nach Onstage, nochmal eben welche nachordern. Ich hatte einfach nicht genug Platz auf meinen kleinen glatten Flächen. Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht. Mit einer Freundin, da haben wir auch Keksmarathon. Weißt du, mein Workshop-Tisch, weißt du, wie lang der ist? Da können 8 Leute dran. Die sind komplett voll. Alles mit Backpapier ausgelegt und jede einzelne Quadratzentimeter mit Keksen voll. Alle Sorten. Mhm. Ich glaube, wir haben hinterher 25 Dosen gebraucht, um das alles zu verstauen. Alter, wer soll das alles essen? Aber die ruckzuck, ne? Wenn du so eine Keksdose aufmachst, dann ist ja auch wieder leer, ne? Zack, 2 Kaffee, Keksdose leer. Also was bei mir zum Beispiel zu meinen absoluten Lieblingen gehört, sind so weihnachtliche Cookies, weil die einfach auch total schnell gehen. Die kannst du auch mal eben zwischendurch machen. Es gibt ja so ein Cookie-Grundrezept, das ist im Endeffekt auch ja Mehl, Backpulver, Speisestärke, Butter, Zucker, Milch und ein bisschen Salz. Okay. Und ich mache dann zu Weihnachten einfach Weihnachtsgewürze rein. Mhm. Je nachdem, was man so mag, Sternanis, Nelken, Kardamom, weiß der Geier was. Lebkuchengewürz. Wobei ich meistens meine eigene Mischung mache, weil man dann einfach nochmal mehr Rücksicht nehmen kann. Ne? Kann den Zimt rauslassen. Ja, das ist aber ganz freundlich, dass ich bei dir auch einen Weihnachtskeks essen darf.
Und ja, Weihnachten und auf Zimt verzichten ist schon eine echte Herausforderung, ne? Ja, das auf jeden Fall. Bei mir ist das mit dem Weihnachtsessen immer so ein bisschen schwierig. Achso, ich schmeiß da noch Nüsse oder Schokodinger oder irgendwie was, was mir gerade so unter die Gabel kommt, ne? Ja, ist auch lecker. Ja, und das ist halt das Schöne, so bei Cookies mixt halt noch irgendwas unter. Und dann steht rum, muss fort. Ah ja, richtig. Und die. Dann kannst du, die sind auch lecker, ne? Ein paar Minuten, ja, was ist das? Ein paar Minuten, 15 Minuten. Mhm. Ich back die ja alle auf dem Stein. Mhm. Das geht so ratzfatz. Ja, sehr gut. Was ich total gerne auch mag, sind Nussecken, aber das jetzt alles zu erzählen, wäre echt aufwendig. Aber die sind so lecker. Ja, also ich finde, wer bei dir Nussecken lernen möchte, der kann mal gleich zum Backen vorbeikommen, dann hast du gleich so einen Wichtel als Helfer und dann... Das ist mal ein Plan. Oder? Ja, oder muss man hier so einen Adventskalender gucken. Ja. Ja. Du wolltest ja nicht so viel verraten. Ich glaube, die hatte ich vor ein paar Jahren mal irgendwann im Adventskalender schon. Die Nussecken, ja. Oh. Die sind auch super lecker einfach. Die, wenn das nicht so viel Arbeit wäre, ne? Weil ich schneide die dann relativ klein und dann werden die ja getunkt mit den Ecken in Schokolade. Ja, genau. Und das ist das, was die meiste Zeit brauchen. Mhm. Aber das ist einfach, je mehr Liebe die Kekse haben hinterher. Mhm. Ich finde, Kekse ausstechen, ich habe tatsächlich von letztes Jahr irgendwo gesehen, es gibt so in Blechgröße schon so Ausstecher. Da ist dann ein Herz, ein Stern, ein Mond, ein Weiß der Geier, alles nebeneinander. Klonk, klonk, klonk. Genau, und du stechst quasi blechweise Kekse aus. Ja. Das ist ja in 20 Sekunden erledigt. Dann fummelst du dann nur noch den Restteig raus und dann kann das ganze Blech in den Backofen. Das aber wenn du dich dann, meinen Kindern. Wenn du dich dann hinterher da hinsetzt und dann da anfängst mit Zuckerguss und Perlchen und Farbe und weiß der Geier, Eiweißspritzglasur und also die Dinger auszudekorieren. Ich finde das total niedlich, wenn die dann also fertig sind und man die einfach in den Hals stecken kann. Aber du brauchst ja ungefähr ein Drittel Zeit, um den Keks zu erstellen und zwei Drittel Zeit, um das zu dekorieren. Ja, und in der ein Drittel Zeit ist das Auskühlen im Kühlschrank und alles mit drin. Ja, ne? Natürlich. Also, das ist der Wahnsinn. Aber es ist einfach ja auch total lecker und ja. Irgendwie lohnt es sich dann doch immer. Aber Marathon-Kekse backen ist schon jedes Jahr irgendwie auch angesagt, ne? Aber es macht auch Spaß. Und die ganze Küche, das ganze Haus riecht einfach auch nach Weihnachten. Und dann müssen Weihnachtslieder sein. Welches ist denn dein Lieblingsweihnachtslied? Oh. Also meistens, wenn ich am Keksebacken bin, singe ich natürlich ganz klassisch die Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Genau. Ach, schön. Das ein deutsches hätte ich von dir gar nicht erwartet, muss ich ja ehrlich mal sagen. Das singe ich, wenn ich mit meinen Kindern Kekse backe, wobei meine Kinder jetzt auch nicht mehr so klein sind. Ich wollte gerade sagen, sind die noch zu Hause, wenn du backst? Manchmal. Also die helfen aber. Und vor 2, 3, 4, keine Ahnung, irgendwann war so viel zu tun, dass meine Kinder gesagt haben, sie übernehmen das Keksebacken. Ah, wie süß. Das fand ich total toll. Das ist ja auch toll. Weil ich hätte einfach die Zeit nicht gehabt. Es war so viel Arbeit in der Schule. Und dann haben die Kinder gesagt, komm Mama, wir backen. Fand ich großartig. Mhm. Ja, so gibt es halt so ein paar Sachen, die halt jedes Jahr zu Weihnachten sein müssen. Und Keksemarathon gehört definitiv dazu. Oh, warte mal, du hast da noch ein bisschen Mehl. Oh. Jetzt ist weg. Hast du mir jetzt ernsthaft gerade Erdbeermarmelade da oben drauf geschmiert? Nee, oder? Das traue ich mich. Ja. Auch nur, weil wir Podcast machen. Ja, weil du mich jetzt nicht verhauen kannst. Ich komme gleich mit dem Kochlöffel. Ich habe Nudelholz. Das tolle Plastik-Nudelholz. Nee, Holz, nicht Plastik. Ich habe kein Nudelplastik, ich habe ein Nudelholz. Okay, verstehe. Ich habe auch ein Nudelmarmor. Ach du Scheiße. Ja, komm also, du mir nach Hause. Wenn ich nicht artig bin, ich hab's verstanden. Putzt du gerade oder wolltest du wegfliegen? Ich bin dann mal weg. Ja, erzähl mal, wie feierst du überhaupt Weihnachten? Ja, Weihnachten bei uns hat schon viele Dinge, die sehr gleichmäßig, gleichförmig laufen. An Heiligabend gibt's bei uns immer Curry. Ja, das habe ich schon gehört. Es gibt Korma, also indisches Curry. Das wünschen sich meine Kinder. Das gibt es seit, weiß ich nicht,
10 Jahren. Kann ich nicht einfach Weihnachten vorbeikommen? Ich will das auch. Klar. Aber Platz haben wir. Wir haben. Ja, ich bin nur leider. Also. Ja, entschuldige, da kann ich nicht ganz mithalten. Ja. Also beim Essen. Ja, ja, kann ich nicht ganz mithalten. Ich meine ja nur, weil wir so weit weg sind. Ja, das ist blöd geplant, ne? Dumm gelaufen. Sonst wäre das kein Thema. Für die nächsten Jahre. Ja, also bei uns gibt es Curry zu Weihnachten. Dann gibt es auch richtig selbstgemachtes Nahenbrot. Und wenn ich Langeweile habe, Mango Lassi. Also es gibt tatsächlich ein indisches Menü, weil das einfach alle gerne essen. Bis vor 2 Jahren hat mein Ex-Mann noch mit uns Weihnachten gefeiert, Heiligabend. Das war auch sehr schön, weil wir dann einfach für unsere Kinder quasi dann doch irgendwo, auch wenn wir geschieden sind und die Kinder eben nicht mehr Mama und Papa im Haus haben, haben wir immer noch gemeinsam Weihnachten gefeiert. Mhm. Und das war auch immer sehr lustig. Da ging dann im Zweifelsfall halt auch mal eine Flasche Wein dann dadurch. Mit 3 Erwachsenen und einer Flasche, das ist ja nicht so viel. Das ist für jeden nur ein Glas, so ein bisschen. Ja, aber wenn man nicht so viel Alkohol gewohnt ist, kann auch so eine Flasche schon sehr lustig machen. Aber es war immer schön, weißt du, und dann sitzen wir da. Oft gibt es auch einen Weihnachtsfilm, den man dann guckt. Also angefangen hat es im Endeffekt damals mit Die Hüter des Lichts. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das, nee, ist das ein Weihnachtsfilm? Jein. Okay. Ist so ein, ich glaube, der ist von Disney oder was. Meine ich. Oder bin ja weil filmtechnisch. Nicht also so. Dann, da geht's halt um. Gehört nicht zu meinen Stärken. Da geht's so um. Also es ist ein animierter Film, wo es um Jack Frost geht. Den aber irgendwie ja niemand kennt. Und den Weihnachtsmann. Okay. Der ist ein Russe. Ne, wohnt ja am Nordpol. Und den Sandmann. Und das Osterkänguru. Okay. Naja, der Osterhase ist halt 1,80 Meter groß. Ach so. Und wird gesprochen im englischen Original von Hugh Jackman, der ja aus Australien kommt. Von daher passt das mit dem Känguru ja auch so gut. Ja, okay. Und in der englischen Version sagt er dann noch irgendwann, weil er permanent auch Känguru genannt wird, ist es mein Akzent, oder? Und da musste ich so lachen, aber das versteht man halt nur, wenn man dann die Hintergründe ein bisschen. Und den haben wir im Kino geguckt. Und den fanden die Kinder so toll, dass wir uns den auf Blu-ray geholt haben und dann unseren 3D-Fernseher angeschmissen haben und den Film halt, ne? Saßst du da alle mit 3D-Brille und guckst das mal schön Weihnachtsfilm. Das Gute an dem Curry ist, das stellst du in den Ofen, das kocht vor sich hin. Und da hast du dann auch nicht wirklich Arbeit mit. Und du kannst wirklich das Fest in Ruhe genießen. Dann werden ein paar Geschenke ausgepackt. Es gibt immer so ein blödes Tannenbaumfoto. Ja, das muss aber sein, oder? Das gab es bei uns früher auch, als ich klein war. Und es gibt immer ein ganz traditionelles Geschenk bei uns für die Familie. So. Nee. Schlafanzüge. Okay. Aber wir haben das auch wirklich so gemacht, dass wir schon 1 oder 2 Jahre habe ich für die Kinder wirklich Schlafanzüge genäht. Und die sahen dann alle nicht gleich aus, aber halt die hatten schon dann die gleichen Stoffe verarbeitet. Ja. Das war natürlich auch sehr süß. Ja. Familienschlafanzug. Genau. Und dann gibt es aber so für Oma und Opa und meine Tanten, also für alle die uns eben nicht ganz so oft sehen, gibt es seit 14 Jahren oder was, jedes Jahr einen Kalender. Ah. Mit Fotos von den Kindern, mit Fotos von uns, mit Urlaubserinnerungen und der ist dann DIN A3 groß, den, da kümmere ich mich voll drum. Das ist tatsächlich etwas, was ich in dem Sinne nicht selber bastele. Aber zusammenstellen. Aber genau, ich stelle den zusammen und den gibt es jetzt ja Weihnachten. So digital gedruckt dann. Ah ja. Das ist einfach auch toll, weil du dann immer die Fotos aus dem Jahr. Dann hast du quasi schon ein Geschenk. Ja, ne? Das macht es ganz nett. Auch so ein Geschenk, also ein Geschenk für meine Mutter, die sammelt Hutschenreuther Jahreskugeln, darf ich das hier überhaupt sagen? Also Porzellan. Darf man, glaube ich, sagen. Ja, ist das so ein Sammelding. Genau. Gibt so Jahreskugeln jedes Jahr und die kriegt sie, seit ich denken kann, von mir zu Weihnachten. Ja. Das ist auch schön, da kannst du auch dann die ganzen Zeit, die ganzen Jahre dran erkennen. Das ist doch toll. Und was macht ihr jetzt Weihnachten?
Ja, früher haben wir irgendwie ja Weihnachten, wir sind eine relativ kleine Familie, es sind nur Papa, Mama, Kind, Oma und Opa sind ja dann im Laufe der Zeit, also die Eltern meiner Mutter sind schon ganz lange tot und die Eltern meines Vaters sind vor 10 und vor 25 Jahren oder so gestorben, also auch schon relativ lange, zumindest der Opa. Und dann waren wir ganz lange vier, dann waren wir jetzt nur noch drei und letztes Jahr zu Weihnachten ist mein Vater jetzt gestorben. Und Mama und ich, wir haben schon die letzten Jahre eigentlich immer zu zweit Weihnachten gefeiert, weil Papa war entweder in der Kurzzeitpflege oder im Krankenhaus zu Weihnachten. Ja, Und das ist auch nicht schön. wir haben dann in einem Hotel Weihnachten gefeiert, 30 Kilometer von unserem Wohnort weg, also 30 Kilometer von Bremen weg. So dass wir also auch quasi jeden Tag dahin fahren konnten, aber einfach nicht zu Hause diesen leeren Couchsesselstuhl angucken mussten und sagen mussten, ja, ist im Krankenhaus. Das ist zu zweit einfach blöd, weil dann. Oma muss sich nicht ums Essen kümmern. Ja, genau. Und dieses Jahr haben wir jetzt gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen weiter weg. So werden wir also Weihnachten auf Sylt verbringen. Oh, schön. Und Silvester dann in Mamas Lieblingshotel, 30 Kilometer von Bremen weg, zurückfahren und da Silvester verbringen und kommen dann quasi hinterher wieder. Und ja, normalerweise lief es also bei uns immer so ab, dass wir Heiligabend mittags zu der besten Freundin meiner Mutter gefahren sind, weil die nämlich Geburtstag hat, Heiligabend. Oh, das ist so ein Ah, undankbares Geburtsdatum. ah. Oh, Wahnsinn. Und dann haben wir da mittags also irgendwie mal Drei-Gänge-Menü noch gekriegt. Und sie hat alles noch selbst gekocht, weil sie das total schön fand. Und ja, um 2:30 sind die einen dann in die Kirche verschwunden und wir sind dann wieder in unser, also noch bei Papa im Krankenhaus vorbei und dann in das Hotel zurück, umziehen. Und um 16 Uhr hat dann die weihnachtliche ja, Aktivität, das weihnachtliche Beisammensein in dem Hotel, dann kommen die Hotelgäste alle in der Lobby zusammen, dann kommt der Weihnachtsmann und teilt Geschenke aus und ab 6:30 gibt es halt ein Mehrgänge-Menü im Restaurant und das ist dann auch immer irgendwie nett. Und wir sind nicht alleine, ne? Also wenn man nur zu zweit Weihnachten ist, als Ehepaar vielleicht machbar, aber Mutter und Tochter alleine zu zweit ist irgendwie. Ist auch schwierig da mit der Situation, glaube ich, Ja, ne? genau. Weil dann kommt also dann ja auch, ach ja, und Papa, und also Genau. das, da muss man einfach irgendwie auch raus. Natürlich kann man drüber sprechen, aber so ein bisschen, ich habe das liebevoll von außen bespaßt werden genannt, ist es im Endeffekt ja einfach auch. Und Aber es ist doch, es klingt aber auch sehr ja, schön. genau. Na, wenn das das Lieblingshotel ist, dann kennt man euch ja wahrscheinlich auch schon Ja. ganz gut. Und das ist auch ein bisschen auch wie nach Hause kommen. Ja, genau. Es ist so ein Stückchen Hotelfamilie dann, ne? Das Genau. ist doch auch toll. Ja. Ja, und wir müssen halt nicht mehr kochen. Meine Mama ist ja einfach auch nicht mehr so gut zu Fuß. Und da können wir einfach dann das Menü runteressen, wie die das für uns geplant haben, oder eben halt mal Gänge auslassen. Ne? Also letztes Jahr gab es 7 Gänge, mittags 3, abends 7. Das klingt gut. Oh nein! Also wenn du nach der Vorspeise abends schon denkst, so jetzt ins Bett wäre mega. Weil es gab dann ja auch noch Torte und das geht einfach nicht. Nee. Das, also. Da muss man schon mal so einen doppelten Espresso Ja, Mutti draufschütten. bestimmt, ich kann das nicht. Ja, aber das ist dadurch, dass wir eben nur eine kleine Familie haben, glaube ich, für uns einfach auch die beste Lösung. Früher gab es da auch so Tannenbaum und Singen und Essen und Drama mit dem Weihnachtsmann und sowas alles. Also das, Das Übliche. genau, das gab es früher auch. Aber ich glaube, für uns ist es jetzt so einfach die entspannteste und gemütlichste Lösung. Und dann. Bevor wir nach Wickede gezogen sind, als mein Ex-Mann und ich noch studiert haben, hatten wir am zweiten Weihnachtstag eine ganz tolle Tradition. Am Heiligen Abend haben wir, weil eben
bei uns in der Familie ist, wir haben sehr viel Familie. Wir haben also, meine Mutter hat einen neuen Partner, mein Vater hat einen neuen Partner, eine neue Partnerin, meine Schwiegereltern hatten jeweils neue Partner. Und das ist einfach für Kinder extrem viel und auch viel auf einmal. Die waren ja noch klein damals, ist jetzt fast 10 Jahre her. Und da war es dann so, dass wir gesagt haben, Heiligabend gehört uns. Mhm. Wir haben wirklich Heiligabend ganz für uns alleine gefeiert und hatten dann auch, dadurch, dass die Kinder eben noch so klein waren, irgendwann auch einfach Ruhe. Mhm. Bei uns gehört auch Heiligabend irgendwo ein bisschen dazu, sich in Schale zu schmeißen, auch wenn wir nicht weggehen oder so. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also ja, das machen wir auch. Das ja. ist mir persönlich einfach auch, es soll sich unterscheiden vom Rest. Ja, ich finde auch, Weihnachten in DVD-Hose, das ist irgendwie nicht so festlich. Nee. Ja. Die ziehe ich dann irgendwann an, nach dem Essen ja, und nach genau. den Geschenken. Ja, genau, wenn es gemütlich wird, auf die Couch geht genau. und dann, ja, ich mag das dann auch eigentlich, wenn der Tannenbaum dann einfach nur noch leuchtet und irgendwie ein bisschen Tee und ein bisschen Weihnachtsfilm und 3 Kekse in den Hals und da so, dann ja, ist auch DVD-Hose. Aber ich glaube, ich möchte auch nicht später meinen Enkelkindern Bilder zeigen, guck hier, Mutti in DVD-Hose vor Weihnachtsbaum 2005. Nee. Nicht wirklich schön. Nee, das stimmt. Auf jeden Fall hatten wir dann am ersten Weihnachtstag immer gesagt, wir können nicht zu allen fahren, aber ihr könnt zu uns kommen. Mhm. Und dann hatten wir im Endeffekt ja quasi Tag der offenen Tür, wenn man das so nennen möchte. Und dann sind meine Schwiegereltern oft so um die Mittagszeit gekommen. Und meine Eltern sind dann eher im Nachmittagsbereich gekommen. Und meine Großeltern, meine Tante, das verschob sich dann so über den ganzen Tag und es war immer was los und es war ganz, ganz entspannt und du konntest dich hinsetzen und quatschen, hast mit dem einen hast du das gemacht, mit dem anderen hast du einen Kaffee getrunken, ne? Also Mittagessen, Kaffee, Abendbrot, wie auch immer. Und am zweiten Weihnachtstag hatten wir die Weihnachtsflüchtlinge bei uns. Die Weihnachtsflüchtlinge sind also alle unsere Freunde gewesen, okay. die dann ja im Endeffekt zurück in den Studienort gekommen sind oder halt einfach auch, ne, wie das so mit Anfang 20 ist, du hast ja auch nichts zu tun. Ich meine, Weihnachten wird ja dann auch für Kinder und auch für junge Erwachsene irgendwann einfach ganz schnell langweilig, wenn der nächste Familientermin ansteht. Und dann sind also wirklich am zweiten Feiertag alle zu uns gekommen. Und es gab manchmal so Wichtelgeschenke. Da erinnere ich mich noch an einen Leopardentanga, den wir einem Kommilitonen geschenkt haben. Naja, ich habe ja Informatik studiert und wir hatten also, wir waren so zwei Mädels und der Rest waren Jungs. Und wir haben das quasi in unserem ersten Semester angefangen, diese Tradition. Und es war einfach unglaublich lustig. Und es war richtig schön. Das haben wir über viele Jahre gemacht. Das ist ganz schade irgendwo, dass das nicht mehr funktioniert. Das Leben ändert sich einfach. Ne? Ja, der eine wohnt hier, der andere wohnt da, der dritte wohnt dort. Die haben dann vielleicht auch alle selber Familie. Genau. Jetzt studieren ja auch nicht ewig. Ja, ne? Ja, genau, das ist der Punkt. Aber wir haben dann schon auch geguckt, dass wir so uns zwischen den Jahren dann doch nochmal treffen und irgendwie ein Steak essen gehen oder so. Ach schön, ja. Das ist also wirklich, das gehört für mich auch. Ja, ein Stück weit zu Weihnachten echt mit dazu. So ein bisschen ausgedehnte Weihnachtszeit. Ja, Freunde ist einfach auch irgendwie schön. Ne? Ja. Und wenn du so von Traditionen sprichst, gibt es bei mir auch eine Tradition. Ich habe meine engsten, wichtigsten Herzensmenschen am zweiten Advent bei mir. In Bremen gibt es Braunkohl. Also eigentlich heißt es Grünkohl, die Bremer nennen es Braunkohl, weil durch dieses mehrmalige Kochen diese grüne Farbe ja irgendwann einfach komplett verloren geht und das einfach nur noch Matsche ist. Und dann fängt es für Bremer an, lecker zu werden. Und dieses Braunkohlessen mit Pinkel, das ist eine Art Grützwurst hier in Bremen und Kochwurst und Kassler und Kartoffeln, das ist einfach irgendwie unser Kohlessen und da kommen am zweiten Advent meine engsten Herzensmenschen hier zum Kohlessen.
Und ja, da wird gefuttert bis, also es gibt dann auch einen Kohlkönig, der zuletzt noch ist, der wird Kohlkönig, muss eigentlich im nächsten Jahr die Kohlgeschichten ausrichten, aber irgendwie ist das immer hier. Dabei isst du gar nicht so lange. Nee, genau. Ja, und dann spielen wir was und nachmittags habe ich noch so ein paar Mini-Muffins, weil mehr geht da eigentlich gar nicht rein. Aber zum Kaffee irgendwas Süßes nach so einem fetten Essen, also fetten Essen, weil es halt auch Viel. wirklich fettig ist, ne? Okay. Es ist ein Winteressen und ja, die Pinkel ist relativ fettig und das ist schon echt eine Hausnummer, das Essen. Ich kann gar nicht sagen, womit man das vergleichen kann. Das ist Kohl drin, da bin ich raus. Ja, ich weiß, ich lade dich auch gar nicht erst ein. Obwohl du zu meinem Herzensmäpfel, kannst du zum Muffin essen kommen. Ja, ich gucke mal, was das ist ja jetzt auch schon nächstes Wochenende, ne? Ja, ich fast, ne? Und ja, das ist quasi irgendwie seit. Oh Gott. Lass mich mal kurz rechnen. Ich wohne jetzt 22 Jahre alleine, dann mache ich das vielleicht schon 15 Jahre oder so. Also, das ist echt nett und schön und da freue ich mich mal mega drauf. Und das ist auch immer irgendwie mein großes Ziel früher gewesen. Also vor Stamping Up tatsächlich war das immer das Ziel, dass dann die Hütte geschmückt ist. Heute muss ja am ersten Advent alles stehen. Aber ja, das ist einfach irgendwie immer echt nett. Wir haben das auch schon mal mit Wichteln gemacht, dann haben wir es dann auch schon mal wieder gelassen. Also ja. Bei uns ist der 23.12. noch so ein Traditionstermin. Da gibt es bei Freunden von uns ein Schokofondue. Oh. Schön die Kalorien schon vor Weihnachten. Naja, ich bin ja noch nicht fertig, ne? Ach Das fängt so. dann so um 17 Uhr an. Und es gibt ein Schokofondue. Ja, so mit so zwei oder drei Schokobrunnen. Ich habe ja noch nicht erzählt, wie viele Leute da sind, ne? Ich bin Also gespannt. 50. Einen Tag vor Weihnachten in der Krass. Hütte. Okay. Müsstest du auch unbedingt haben, ne? Und dann wird es dann abends, gibt es dann immer noch herzhaft zu essen. So mit belegten, also mit so Hackbrötchen, die du in den Ah Ofen ja, schiebst. in den Ofen. Ja, also du nimmst dann Brötchen, belegst das mit Hackfleisch, bisschen Käse drüber streuen, 180 Grad, halbe Stunde oder 20 Minuten oder was der Geil. Hallo. Ich habe gerade gelernt, Vergiss das ja genau. Schokofondue. Ein Bekannter von mir hat gerade erzählt, dass das auch total gut ist, Hackepeter. Also das ist ja gewürztes Hackfleisch bei uns. Met heißt das bei uns. Genau, Hackepeter oder Mett, dann auf Brot und dann ein Spiegelei da oben drüber. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und nachdem er das erzählt hat, ich denke, ja gut, also ne, mehr als Mülltonne geht nicht. Aber es schmeckt echt lecker. Aber so mit über Käse überbacken. Dann ist das Aber Zeug es, auch nicht mehr roh. ich wollte gerade sagen, es wird dann eher wie Hackfleisch, ne? Also Ja. dann so, wie heißt denn das noch? Gehacktes. Hasenbraten Ja, oder sowas. Ha, sowas, ne? ja. Genau, nur ohne Ei drin. Aber, Ja, aber es ist so lecker. das muss ich auch ausprobieren. Ich probiere alles aus. Danke für das Rezept. Ja, sehr gerne. Könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann auf den Blog stellen. Ja, Ja. machen wir. Also das gehört für mich einfach auch dazu. Ich stehe tatsächlich gerne in der Küche. Ich backe unglaublich gerne und kann das schön Stollen backen. Also Stollen habe ich noch nie selber gemacht, das würde mich nochmal reizen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, das doch Man tatsächlich kann. auf dem Weihnachtskekspackkurs im Lieblingshotel meiner Mutter. Ja, guck mal. Da habe ich auch schon. Da kann man ja einfach die Sachen weglassen, die einem nicht schmecken. Genau. Wir hatten dann, also es gab drei verschiedene, einmal mit Zimt, einmal mit Marzipan und einmal mit Butter. Und Ich ich nehme nur hatte mich dann Marzipan. einfach bei dem mit Marzipan angestellt und da war dann auch kein Zimt drin. Ja, das war schon echt gut.
Und ich mag das, wenn es irgendwann einfach auch ruhig wird. Also ich finde es unendlich schön. Ich habe ja erzählt, dass wir Weihnachten immer bei der besten Freundin meiner Mutter sind, Heiligabend noch, und dann mittags durch Bremen zu fahren. Da hat Bremen, die eigentlich ja eine wuselige Großstadt ist, wo immer irgendwas los ist, wo immer Leute laufen, ständig Autos fahren, also so, da kehrt eine Stille ein, die einfach schön ist. Das mag ich unheimlich gerne. Das finde ich echt schön. Also ich bin ja auch ein sehr lärmempfindlicher Mensch, und wenn es denn wirklich mal ruhig wird und so, Da das fliegen schön wahrscheinlich auch ist. keine Flugzeuge mehr so, ne? Nee, nicht so richtig. Aber also morgens ist natürlich noch normaler Alltag, da kommt auch noch genug, aber Highlife. genau. Und entschuldige. Seit dem Stamping Up, also man muss ja ehrlich sein, und das wirst du bestätigen können, die Weihnachtszeit bei Stamping Up ist schon eine Herausforderung. Wenn sich so viele Leute auf den Workshops anmelden, die alle Lust haben, Karten und Verpackungen und Weihnachtslieder. Goodies und also alles Mögliche zu basteln. Du machst Workshops, also ich glaube, letztes Jahr Weihnachten oder in der Weihnachtszeit habe ich 21 Workshops gemacht. Und ich war dann auch echt nach dem 21. froh, dass ich damit fertig war. Das ist schon, und jedes Mal sich auch wieder was Neues zu überlegen. Und das ist super schön, dann auch Leute und, oh, wie schön, und ich freue mich, und da habe ich Lust drauf, und das machen wir jetzt. Und so, ich genieße das, aber ich genieße dann auch, wenn es vorbei ist und man wirklich dann runterfährt und ruhig wird. Besinnlichkeit an Weihnachten, das ist das, was eigentlich. Weil ich kenne Familie nicht so, weil sie bei mir und noch nie so groß war, aber ne, einfach mal zur Ruhe kommen. Und dadurch, dass Weihnachten auch jeder mit sich und seiner eigenen Familie beschäftigt ist, funktioniert das einfach auch ganz gut. Dann ist WhatsApp ruhig, dann ist in den sozialen Medien mal Ruhe und man kann wirklich mal runterfahren. Und das finde ich einfach, das ist ein total schönes Gefühl. Ja. Das machen wir jetzt am ersten Feiertag. Da fahren dann meine Kinder mit meinem Ex-Mann entweder zu seinen Eltern oder die kommen dahin. Und wir sind dann alleine. Und wir haben jetzt für uns beschlossen, das ist unser Tag. Da hören wir keinen, da sehen wir keinen. Und da fahren wir dann mal runter. Und wenn man den ganzen Tag auf der Couch liegt, dann ist das eben so. Genau, ja. Und das ist das, was ich auch wirklich dann in der Zeit genieße. Ja, so schön dieser Trubel und bunte Lichter und Duft, und also es strömt so viel vor Weihnachten auf einen ein, ne? Aber dann wirklich auch mal aus dem Karussell auszusteigen und dann zu sagen, jetzt lassen wir mal unser Jahrrevue passieren Ja. und kommen wirklich mal zur Ruhe und besinnen uns auf die Familie oder auf Freunde oder also, Genau. das ist einfach echt schön. Da freue ich mich drauf. Dauert auch nicht mehr Nee, ist ja jetzt ganz lange. bald, also. Aber schöne Weihnachtskarten haben wir schon gebastelt, Oh ne? ja. Das ist schon. Ach Sag mal, ja. riechst du eigentlich den Zimt? Ich habe schon gedacht, ob das. Also, warum fragst du? Das eigentlich ganz viel in Arbeit ist, aber ich habe den extra so gepackt, dass du den eigentlich gar nicht riechen dürftest. Ja, also, irgendwas riecht komisch, aber. Also, direkt Zimt rieche ich nicht. Ach, guck mal, hat Ja. das doch schon mal funktioniert. Ja. Ansonsten wäre ich auch schon nicht mehr hier. Dann hättest du hier Podcast heute alleine machen können. Also. Warte mal, du hast da noch was. Ja, bleib mal weg mit deiner Erdbeermarmelade. Oder hättest du jetzt auch noch gerne Ei dazu geschmiert? Nee, aber Schokolade, Ah weiße. ja, verstehe. Weil wir müssen jetzt auch Kekse dekorieren. Ja, ich freue mich. Mal. Meine Schneeflocken brauchen nur den Rücken von einer Gabel. Das stimmt. Aber guck doch mal, wie süß diese kleinen Kekse Ja. sind. Die kann man doch nur so ein bisschen. Na gut, hast du denn Farbe und Perlchen Na und klar. sehr schön. Dann lass uns loslegen. Ja. Wir wünschen euch an dieser Stelle eine ganz tolle Adventszeit, Wundervolle Weihnachten. einen super schönen Rutsch ins neue Jahr
Und dann, ne? Dann geht's wieder richtig los. Ja. Celebrate good times, come on! Oh.